Na nü. Na, wenn das nicht Matze ist. Wie ich sehe, kommen Sie gut mit dem Sammeln der Arena gut voran. Ach, ist das etwa der Trainer, von dem ich schon so viel gehört habe? Du sollst ja echt was aus dem Kasten haben. Ist da was dran? Naja, geht so. Von wegen, nur nicht so bescheiden. Darf ich vorstellen? Das ist Kay. Yep, das bin ich. Freut mich. Und ja, ich weiß, ich sehe umwerfend gut aus, aber lass dich davon nicht einschüchtern. Sie lässt sich gerne mal zu Späßen hinreißen, ist aber ebenso wie ich ein Mitglied der Top 4. Was? Ich habe doch gar keinen Scherz gemacht. Na egal. Du machst jedenfalls einen interessanten ersten Eindruck, so viel steht fest. Selbstverständlich, schließlich ist er Teil der hervorragenden Schülerschaft unserer Akademie. schon klar. Hör mal, die Arenen werden richtig schwer, sobald du die Hälfte von ihnen geschafft hast. Das stimmt, ab diesem Zeitpunkt gibt die Mehrheit der Trainer letztendlich auf. Aber du nicht, oder? Ich warte bei der Champ-Prüfung auf dich. Zeig den übrigen Arenen, was in dir steckt. Ja, viel Erfolg dann mal. Matze, du hast Kombo seine Geldbörse wiedergebracht, stimmt's? Ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Das fällt zwar etwas aus der Norm, aber du kannst deine Arena-Prüfung als bestanden ansehen. Möchtest du Arena-Leiter Kombo den Koch der hohen Wellen schlägt herausfordern? Ja. Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Hat er vielleicht ein Kampffeuer Tauros? Mit Ding-Typ Wasser? Terra-Typ Wasser? Kombu, komm, spiel mit mir. Dürfte ich Sie darum bitten, die neuen Gerichte in unserem Restaurant zu kosten? Tut mir leid, Ihre Lieben, aber die Arena-Pflichten rufen. Es wartet schon jemand auf mich. Würdet ihr euch noch ein wenig gedulden? Na gut. Dankeschön. Ah, du bist es. Hereinspaziert. Dank für deine Hilfe in Puerto Marinedo. Dank deines Aktionstalents kann ich jetzt das ultimative Seekrassenmenü auf die Beine stellen. Aber ich glaube ja nicht, dass du mich deshalb im Kampf zurücknehmen werde. Auf dem Markt kämpfen wir mit Geld, in der Arena geht es etwas handfester zu. Doch bei beiden zählen Angriff und Rückzug, genauso wie die Wogen des Meeres. Ich serviere dir nun ein 3-Gänge-Menü, gespickt mit Wasser-Pokémon. Mach dich bereit. Vielleicht brauchen wir auch das Pokémon. Statt Normifin. Ich stehe zwar in deiner Schuld, aber das heißt nicht, dass ich es dir hier leicht mache. Agilusa. Agilusa. Agiluza. Das ist ein safe im Untertyp Stahl. Welcher bescheuerte Sandsturm? Voltrian, du bist dran. Schlicktrieb.
Gravel. Eiskampf. Noch mag Ebbe herrschen, aber wer mich in die Enge treibt, das war zu schnell. Ein Alola-Pokémon. Ah, oh, wir sind vom Typ Flug. Das ist ein bisschen doof. Das müssen wir ändern. Gravel ist paralysiert, sehr schön. Sollte ich gut festhalten, sonst wirst du meine Attacke wie eine Flutwelle davon spülen. Grabhammer. Es geht auf die Knie. Mopex 34, Voltran 37. Mein lieber Scholli, du bist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Das war ja meine Niederlage, genauso erfrischend wie die morgendliche Meeresbrise. Für dich war ich wohl nichts weiter als ein hilflos zappelnder Carpador, was? Da kann man nichts machen, das Netz ist eingeholt, was für ein Fang. Du hast nicht locker gelassen und dir vollkommen furchtlos den Sieg geangelt. Halten wir den Moment eines Triumphes doch auf einem Foto fest, die Pose wollte ich schon lange mal ausprobieren. Mein Mikroarm stürzt ab. Es ist cool, das ist cool, ich mag ihn, es ist einer der coolsten Arena-Leiter bisher, definitiv. Mit 4 Arena-Orden kannst Pokémon bis Level 40 leichter fangen und sie gehorchen dir aufs Wort. Und so ein klasse Trainer wie du kann sich auch diese Attacke voll auskosten. Ein Angebot zum Sportpreis, also greif ruhig zu. Team 022, kalte Dusche. Der Anime greift an, indem er das Ziel mit eiskaltem Wasser überschüttet. Das raubt dem Ziel seinen Kampfgeist und senkt so seinen Angriff. Sehr cool. So, jetzt muss ich mich aber langsam um die Vorbereitung im Restaurant kümmern. Bitte beehre uns doch bald wieder. Ich würde mich freuen. Nemila? Wusste ich's doch. Was los, Schwesterherz? Ah, Matze! Hast du gerade einen weiteren Sieg eingefahren? Super, gut gemacht! Du müsstest jetzt schon 4 Arena haben, stimmt's? Wahnsinn! Damit hast du die Hälfte geschafft. Deine Bemühungen tragen ja echt schnell Früchte. Ah, das macht mich ganz hiebelig. Ich will jetzt sofort gegen dich kämpfen. Aber daraus wird leider nichts. Ich habe nämlich gerade nur ein speziell auf diese Arena zugeschnittenes Team dabei. Da ich gegen dich nur unter der besten Voraussetzung kämpfen möchte, muss unser Kampf noch ein wenig warten, fürchte ich. Menno, so ein Ärger aber auch. Was ein Timing. Sorry, Matze. Tut mir echt leid, sorry! Kein Ding. Bin gerade am Überlegen.
genau die Attacke, die ich haben wollte. Zum Special-Typ Käfer dazu. Nanu, Philiospa entwickelt sich. Glückwunsch, denn Philiospa hat sich zu einem Maskagato entwickelt. Registriert Nummer 3, Maskagato, das Magier-Pokémon vom Typ Pflanze und Unlicht. Es erweckt den Eindruck, als würde seine Blume schweben, indem es ihren Stiel mit der Reflexion des Fells an der Innenseite seines Mantels tarnt. Ah. Größe 1,5 Meter, Gewicht 31,2 Kilogramm. Hallo Maskagato. Blumentrick. Blumentrick ist übrigens eine Volltrefferattacke. So, jetzt schaut unser Team doch schon ein bisschen besser aus. Wir haben Elektroflug, Pflanze Unlicht, Feuer Psycho, Boden Gift, Wasser und das wird später Drache Eis. Was ich mir jetzt mal nachschauen muss. Ich weiß, dass Delfinato unfassbar stark ist. Es ist auch, wie soll ich sagen, es ist nicht schlecht, Normifin. Es ist jetzt aber auch nicht gerade wunderbar gut. Mal kurz schauen, Pokémon-Liste, mal kurz googeln. Apfelori. Ah, ausgerechnet bei Londa, ausgerechnet das dritte Wasser-Pokémon, das Wasserkampf. Das ist ja natürlich genau das, was wir brauchen würden. Agilusa wäre Typ Wasser Psycho, das brauchen wir nicht, schade.
Psycho haben wir halt schon. Das ist dieser Haifisch, den wir gerade gesehen haben. Hierashai. Ist auch noch Wasser-Pokémon. Ich befürchte, dass wir keine Chance haben, ist, dass wir Norwifin wirklich so hinzüchten, dass es eines der stärksten wird. So, das heißt, auf zu Team Star. Und von Team Star aus heißt in der nächsten Folge dann aufräumen, ne? Sonst, was hätte man noch für Pokémon im Ding drin, was es sonst noch geben würde? Glad Imperium ist Unlichtstahl, das bringt uns nicht weiter. Farigaref ist normal Psycho. Farigiraf, Weiterentwicklung von Girafarig. Epitaph wäre Kampfgeist. Rassaf dann. Rassaf ist Kampfgeist. So. Da halten wir uns aber ungefähr in dem Stein. Und von da aus geht's nichts mehr weiter. Team Star Wars da hinten. Unlichtbasis. Bis dahin. Tschüssikowski. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao mit vor.